Halli und herzlich willkommen zurück. Und hallo. Und hallo. Hallo. Nachdem meine zweite Aufnahme jetzt gerade am Anfang gequetscht worden ist durch ein Klingeln. War so mit dem DHL, Mann. Nee, war nicht DHL. Egal. Auf jeden Fall, wir befinden uns noch in der Mine. Ich habe jetzt noch ein bisschen Eisen hier abgebaut. Jack ist da vorne, man sieht den Namen ja auch. Nein, mich sieht keiner. Ach ja, wir, wie gesagt, wir machen ein Mini-Projekt, das heißt, es wird nebenbei erstmal für die Zeit laufen, wo wir noch nicht in die Sommerpause gehen, weil wir werden definitiv dieses Jahr in die Sommerpause gehen. Wir werden auch wahrscheinlich jetzt noch in den Ferien, also Bonzen NRW sind jetzt aktuell gerade Schulferien. Reicht das etwa? Nein, ich habe Gold gefunden. Ich habe Werden wir wahrscheinlich auch jetzt in den Sommerferien in die Sommerpause gehen. Aber wir werden jetzt keine 6 Wochen Sommerpause machen. Also keine Sorge, solange bleiben wir euch dann auch nicht fern. Also ihr werdet nicht verschont von uns. Tut uns ja gar nicht leid. Es kann aber auch möglich sein, dass ich in der Sommerpause auch mal so ein bisschen hier über das Mini-Projekt noch berichte. Weil wir werden ja so oder so hier am Mini-Projekt weiterarbeiten. So, erstmal haben wir ganze... Wie macht das? ...zur Fackeln gemacht. Ich habe noch 4 Fackeln. Soll ich noch 3? Noch Eisen. Also hier kann man einiges rausholen. Also die Mine hat einen sehr guten Bestand. Ich habe jetzt 39 Fackeln. So, ich habe mir gedacht, ich... Eine potente Mine. Also wir haben auf jeden Fall definitiv eine größere, als wir gestern auf Annahme hatten. Das habe ich gerade schon mal gesagt. Und vergesst bitte auch nicht die Spinnweben abzubauen. Ach ja. Wir brauchen noch 3 Wolle für Bett. Tja, das ist halt so, Schatz. Was ich ja alles für dich machen soll. Und ich räum's ja auch ab. Boah, auf jeden Fall gleich wieder eine neue Axt. Musst du gerne machen. Ja, du hast ja die Werkbänke, von daher. Ich hab keine Werkbank, ich hab Holz. Ja, das reicht. Du hast doch auch Holz, da kannst du dir so eine Werkbank draus machen. Mach ich ja auch gleich. Soweit war ich auch schon. Wollte ich nur gesagt haben. Achso, hier bin ich gerade lang auf. Okay. Mal kurz hier runter. Hier ist nämlich noch Eisen und noch Kohle. Ich habe gerade sogar schon ein bisschen Gold gefunden. Oh. Okay, das hätte ich mal lassen sollen. Ist hier was von oben runtergekommen? Nee, von oben nach unten gefallen. Ich habe hier gerade abgebaut, da war Kies. Jetzt hast du schon wieder die neuen Geräusche. Ja, die machen mich so ein bisschen bescheuert. Jack erschreckt sich mal über die neuen Geräusche. Obwohl, so neu sind sie ja gar nicht bei Minecraft. In der PC-Version gibt es sie ja schon eigentlich. Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich die auch... Aber ich glaube, die sind die noch nie beim Tablet aufgefallen. Die gab es vorher beim Tablet noch nicht. So einfach ist das. Nicht drauf geachtet. Oh, ich achte auf einiges. Also, so ist das ja nicht. Ich habe jetzt gerade hier abgebaut. Da war so, Kies als Untergrund. Und ich habe nicht gedacht, dass... da drunter eine Höhle ist und hab dann das Kohlestück abgebaut und dann ist das ganze Ding runtergefallen. Geplumpst. Also bitte da, wo ich jetzt gerade bin, mit Vorsicht, bitte. Na, ich bin ja woanders. Ich bin immer woanders. So. Kommen wir aber auch mal runter, hier sind nämlich noch... Oh, hier ist sogar ein Lavasee. Na, ich glaube, ich sehe schon da, wo du gerade warst. Gar nicht auffällig, ne? Das Chaos lebt, also Engelchen war hier. Aber eine Lore habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Das mit Wasser hier ausschalten. Ich habe sogar schon Redstone gefunden. Wasservoll. Ist das gut? Ja. Was ich Redstone gefunden habe? Aber bis jetzt habe ich hier noch keine Lore mit Kiste gesehen. Hier ist der Spinnspawner von vorhin. Aber wie gesagt, wir wollen halt in dem Mini-Projekt, unsere Aufgabe im Mini-Projekt besteht darin, dass alles, was wir bauen, alles unterirdisch ist. Das heißt, es wird nichts oberhalb sein, es wird kein Feld oberirdisch geben, es wird kein Haus oberirdisch stehen, es wird alles... Ich kriege wieder eine abgespeckte Version des, wie heißt das Ding... Underground-Projekt. Ja, das Problem ist einfach, ich habe mittlerweile gesehen, dass die Map so und so viel MBs hat. Und das ist nicht gerade wenig. Haben wir schon Dias? Hier Nein. Ist nämlich Obsidian. Habe ich noch nicht, das habe ich gerade gemacht. Hier ist Dias runtergekommen, das habe ich gesehen.
Hast du gesehen? Ja, typisch Chaos-Engelchen. Da kann ich auch nichts dafür. Nein, aber die, das Underground-Projekt, das hatte hinterher zum Schluss einfach zu viel MBs. Das hatte, glaube ich, um die 90 MB. Und da war noch rein gar nichts gebaut. Einfach nur unten die Fläche fast leer gebaut. Und da habe ich dann gesagt, nee, komm, das lassen wir die mal. Komm gleich aber zurück in die Mine wieder. Ich bin nämlich unter der Mine. Jo, kannst du ja. Oh, ich sehe deinen Namen schon, du steigst gerade auf. Ich bin nämlich auch noch hier unten. Kommt schon. Vorne geht's auch von der Wald. Oh, lapp ich. Ich habe eine Lore gefunden. Ja, eben noch drüber gesprochen. Diesmal habe ich eine gefunden. Ja, gestern hast du so gefunden. Gestern war auch nur eine einzige. Das war so ärgerlich. Irgendwie fand ich. Na, das hat sich nicht so ganz gelohnt. Sagen wir es mal so. Na, wie man die aus rausgekriegt, ne? Ja, das hat sich dann wiederum gelohnt. Es kommt halt immer drauf an, was in den Loren drin ist. Alter. Das muss man auch mal so bedenken. Jetzt muss ich das ganze Zeug abmachen. Spinnweben. Ich weiß nicht, was drin war. Ich habe es jetzt einfach abgebaut. Auf jeden Fall haben wir jetzt eigentlich... Hier ist auch Redstone, aber kann ich jetzt... Ich weiß auf jeden Fall, dass Dings drin war, dass Lapis drin war. Ja, dann. Wie, hier geht's auch nochmal. Also bei mir ist relativ viel Ressourcen jetzt gerade im Moment. Also wir werden auch das Mini-Projekt auch offline natürlich auch weiterspielen, weil online... Ich finde, wir haben es ja auch am Anfang beispielsweise bei Fabulous City gesagt, wir werden es nur online spielen. Und hinterher zum Schluss haben wir dann aber gemerkt, okay, ne, man schafft halt nicht so viel. Ich habe wieder einen Spawner gefunden, wenn du hier rüberkommen möchtest. Spinnenspawner oder was ja, ist diesmal für eine? Spinne. Boah. Boah. Da! So, jetzt darf ich erstmal wieder eine Fackel positionieren. So, das haben wir essen. Ja, das muss ich auch übrigens machen. Das Skelett hat mich ganz gut getroffen. Ja, das sind Scharfschützen da. Die sind so scharf drauf zu schützen. TP mich doch einfach zu dir. Was hältst du denn davon? Geht schneller. Boah, jetzt hier durch die ganze Wildirre. Jetzt habe ich noch das restliche Holz eingesammelt. Ich tippe dich mal. Ja, ich laufe ja auch schon. Bist du oben? Ja, oder? Ich denke nur zu Engelchen. Lass mal orientieren. Hallo. Aua. Wo denn? Da. Da vorne. Ja, lass mich mal dahin. Oh. Da unten sind Slime-Bälle. Lass ihn ruhig explodieren, dann bringt er vielleicht den anderen. So. Macht da vielleicht das Skelett kaputt. Auch wieder hoch. Ja, warte erstmal, ich muss erstmal regenerieren. Achtung, da ist der Schießer, passt wieder auf mich auf. Ich hatte nicht gleich reingestellt. Ich habe noch zwei Herzen. Ja, dann bleib hinter mir. Okay, ich kann mich hinwagen, ich habe wieder ein Herz mehr. Nee, warte. Irgendwo ist sie dann. So. Ach, da sind ja noch mehrere. Okay, die Spinne legt sich gerade mit dem Skelett an. Wir könnten Glück haben. So, lass mich mal voraus. Ich habe einen Nemesis der Leader. Wie ist der hier drauf? Kannst ja machen. Das, kannst du. Lass mich die Dings abbauen. Lass mich die Spinnweben abbauen. Nicht mit dem Goldschwert jetzt irgendwie die Federn. Nein, das weiß ich ja, das weiß ich. Mein Schwert ist zwar gleich ganz kaputt, aber... Mein Steinschwert ist jetzt auch gleich durch. Ich habe auch keins mehr auf Reserve. Ich werde dann gleich mit dem Dings abbauen. Ich auch nicht. Der Schere. So, sobald eine Spinne kommt, lass mich dran. Ich hätte Nemesis drauf. So, jetzt habe ich mit dem Holzschwert das gesagt. So. Warte. Vielleicht bauen wir mal eben dann... Was war das? Das freut mich. Das war auch mein Schwert. Das zum Fuselige Spinne. Ich lass mal hier das Ding stehen. Wie eine Spinne. Ja, dann, du bist doch so intelligent gewesen und hast die Fackel davor abgebaut. Deswegen konnten die weiter spawnen. Kann ich doch nichts für. Ich hab bei mir an den gebastelt.
Doch, ich hatte deine hingestellt schon. Und du hast anscheinend wieder abgebaut. Ja, wir müssen mal hier der Dumme sein. So. Ist ja nicht schlimm, mein Gott. Ist ja klar. Ich wollte es ja nur gesagt dran. Haben. Das ist ja gut, wenn wir zusammenarbeiten können. Ja, geht ja. Wir arbeiten ja bisher immer zusammen irgendwie. Ja. Wir sind ja langweilig, wir arbeiten immer. So, wir haben jetzt einfach mal einen Weg runtergebaut. Hi. Ich habe da mal ein Licht hingesetzt. So. Wir bauen hier aber mal einen Ticken offen. Hast du da eine Werkbank hingesetzt? Wir haben schon eine Werkbank. Das war die ich im Inventar hatte. Habe ich doch vorhin erklärt. Ich habe meine unten stehen lassen jetzt. Dann, ja, ist okay. Wir bauen hier auch nochmal einen auf, dass wir hier Doppelkisten ausmachen. Ja, und hier ist jetzt kaum zur Höhle gewesen schon. Ja. Ja, der wird auch bleiben. So ist es nicht. Ich helfe dir mal. Also wir werden auch definitiv nochmal runter in die... Gehst du mir aus dem Weg? Entschuldigung, weil das reicht so. Achso, ich habe ja zwei. Okay. Ach, dann brauche ich keine zwei drum machen. So. Also wir werden definitiv nochmal in die Mine, aber im Moment geht's eigentlich. Wir sind im Moment eigentlich relativ gut eigentlich mit allen Sachen. Ne? Das stimmt. Gleise haben wir auch genug. Ja. Was hab ich da. So, ich lege alles mal, was ich jetzt brauche, mal eben hier in den rein. So, dann. Ja, hier in der Schokerkiste ist genug Zeug jetzt drin, also Leitern noch, Zaunfäden. Also ich hab Sticks sind da auch jetzt noch ein paar drin, Kohle ist da jetzt drin. Spinnenaugen, falls wir noch welche brauchen. Ja. Genug hier Spinnenweben sind auch zu finden. Und dieses Nemesis Super Goldschwert, was jetzt doch schon der angegriffen ist. Ja, aber es hat gut ja funktioniert. Normal, dass es reicht. So, da packe ich jetzt mal. Das hat uns aber gut geholfen. Ich nehme meinen bei dir. So, dann machen wir das. Dann haben wir nämlich auch schon ein wenig, wie sagt man so schön, Erze. Platz in den Bruder. Ne, ich habe Erze. Jetzt erstmal komplett. Hier habe ich auch noch jede Menge drin. Ich habe nämlich auch jede Menge außer Mine unten mitgebracht. Ich habe sogar einen Diamant in der Lore gefunden. Oi. Wir haben sogar noch Schallplatte Katze. Lockst du jetzt? Ich glaube, die haben wir jetzt mittlerweile dreimal. Wollt ihr jetzt Katzen anlocken? Ja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wir haben sogar ein Zauberbuch Wurzelkat 1 bekommen. Kann ich aber schon sagen. So, ich packe jetzt alles erstmal hier rein. Bis auf das. Das wollte ich gerne, ganz gerne behalten. Ich packe immer wieder das Ding falsch rein. Passiert. So, sonst noch was. Da habe ich dann auch noch ein paar Sachen. Die kommen auch noch mit hier rein. Ein paar. Ach, da haben wir sogar schon einen Name-Tag. Jetzt deine Sachen komplett ausräumen, die Schulkerkiste leer machen. Na? Jo, mach das ruhig. Muss. So. Hier ja, kommt dann fangen noch. Wir bald von hier aus an unserer Homebase. Die machen wir dann fertig. Und dann binden wir, würde ich sagen, mal direkt Wege an, dass wir uns zum Meer hinbauen und zum anderen Dorf hinbauen, dass wir in der Nähe vom Dorf rauskommen, noch ein bisschen geschützt und so weiter und so fort, dass wir dann die Leitung legen, die Kanalleitung, dann die Gleise, dann die Loren, dass wir überall hinfahren können, unsere Schnelltunnel. Ja, können wir gerne machen. So, nichtsdestotrotz. Und ich hoffe mal nicht, dass das Projekt auch wieder ein halbes Jahr geht. Nein, also das ist jetzt nicht geplant für ein halbes Jahr. Das ist einfach nur so für zwischendurch mal, wenn wir wirklich in dem Moment gerade wirklich nichts zu tun haben, auf gut Deutsch. So, das packe ich mal alles hier hin. Ich gehe mal kurz nach oben und hole mir mal eben ein bisschen.
Oh, ein Händler. Praktischerweise haben wir noch keine Smaragde. War noch kein Edeljungle gehabt. Ich muss mal eben bei mir ein bisschen lauter machen. Ja, mach das. Bettfarbe egal. Sonst die blau-weiß, das geht alles. Ist irgendwo ein Phantom. Schon wieder dunkel oder was? Ja. So, ich baue unterdessen hier schon unsere Base ein bisschen aus. Dass sie ein bisschen größer ist. Klar, hier ist auch die Höhle dahinter. Im oberen Teil der Höhle waren wir übrigens noch gar nicht drin, ne? Mhm. Ich sterb gleich. Nö, du brauchst auch was. Oh, nur geringfügig. Ich geh mal ins Wasser. Ich leuchte mal hier oben. Aktuell brauche ich jetzt gerade keine Hilfe. Ich habe es eigentlich gut geschafft. Ich suche nur einen dritten Rosenstrauch. Siehst du irgendwo einen? Hier unter der Erde bestimmt nicht so ganz. Ich hab gedacht, du warst auch jetzt oben. Nein. Ich hab dich ja gefragt, ob du Hilfe brauchst. Hast du verneint. Ja. Und da habe ich mir dann gedacht, muss ich auch nicht hin. Engelchen braucht keine Hilfe, dann ist auch okay. Ich kann auch noch rosa das Bett machen. Toll, hier ist ja Sand. Ein rosa das Bett. Ja, wird auch mal aus. Ja, von mir aus. Ach Quatsch. Ah, da möchte ich bitte noch einen Mund-Nasen-Schutz aus Einhorn-Staub haben. Dann passt das auch modisch, weißt du? Ich hoffe, da dann noch. Ich habe ja gehofft, dass wir das mit der Maskenpflicht jetzt hinter uns haben nach einer Zeit, aber. Ich glaube, das zieht sich noch bis November. November. Also wenn es nur bis Dezember geht, Engelchen, dann wünsche ich mir von dir einen Einhorn-Masken-Nasen-Mundschutz. Dann weißt du Bescheid, dann schon mal ein Weihnachtsgeschenk da. Oder ich werde mal demnächst Jack Tango und Engelchen-Masken und Nasenmasken erstellen. Ja, passt wieder. Ich würde an deiner Stelle nicht rausgehen. Ja, so. Da oben ist ein Creeper. Oh, ich habe jetzt Fleisch. Ich habe es ja noch ein bisschen verbreitert. So. Die Höhlen zugespachtelt. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, ich nehme schon mal das Gurt raus. Kommt direkt hier auch mal rein. Zack. Wo ich kommt dann rein? Ja, hier in die Kiste. Ach so. Mein Bett, dein Bett. Na, ist doch gut. Wo sollen die Betten hingestellt werden? Ja, kannst du vorne eine Ecke machen. Ja, mehr wie rot hatte ich leider oben nicht. Hätte ich blau, tatsächlich blau genommen. Na, so, ich würde aber sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Zusammen mit dem Jack. Genau. Eventuell nimmt der Jack auch sofort auf, dann in der nächsten Folge. Müssen wir mal gucken. Und dann sehen wir uns. Und tschüss. Tschüss.